Jo Leute, willkommen zu meinem ersten Karrieremodus-Video. Heute tun wir natürlich den Karrieremodus spielen. Nämlich heute machen wir eine Karriere mit dem Hertha Berlin Sportclub. Also ich mache das so, dass ich jetzt den ersten Monat ist für mich dann ein Video. Ich tue Transfers machen und so weiter und so weiter. Ihr werdet es sehen. Auf jeden Fall. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Das Einladungsturnier nehme ich natürlich an. Wir nehmen nicht das teuerste, wir nehmen das zweiteuerste. Damit wir auch eine Chance haben, überhaupt den Pokal zu gewinnen. Und direkt am Anfang gucke ich mal nach, wie viel Geld wir übrig haben. Okay. 25 Millionen. Ich mache mal das Gehalt auf 100.000. Haben wir jetzt um die 30 Millionen. Okay, gucken wir uns jetzt mal den Kader an. Piatek ist ja festgekauft. Kuna auch. Oh, das gefällt mir gar nicht. Direkt Meier rein. Genau hier. Oh, wir brauchen den Wolf als Rechtsverteidiger. Den Stark können wir direkt als Boyota-Tausch machen. Ja, der ist auch ziemlich jung und talentiert. Beide eigentlich. Oh, wir brauchen wieder einen neuen Keeper. Das tut mich ein bisschen ärgern, weil ich meine, das noch zu niedriges Rating. Ich tue den Kalu. Hier links vorne ist eine, soweit ich weiß, eine härtere Legende. Und ja, seinem gewöhnt, der Starter zu sein. Okay, Wiesewitsch lasse ich noch in der Reserve. Die Lorosun. Ich weiß gar nicht, was soll ich mit dem anstellen. Ich glaube, ich mache Plattnart raus. Ja, Plattnart würde ich verkaufen. Haben wir noch einen besseren Keeper? Nein, wir haben gerade mal nur diese zwei. Okay, auf jeden Fall tue ich jetzt mal ein paar Leute Teamzentrale machen. Auf jeden Fall Jahrstein, weil wir brauchen. Ah, doch nicht. Ich lasse noch eine Saison spielen. Plattenart, nein, brauchen wir nicht mehr. Boyota würde ich lassen. Pekarik machen wir auf die Transferzentrale. Tossard. Ah, er ist ausgeliehen. Okay. Den verkaufen wir. Den tun wir ausleihen. Okay. Kanu lassen wir auch ein Jahr da. Und Ibisevic tun wir verkaufen. Und wir tun. Bin ich los. Ah, und S2 natürlich. Lecky, ich weiß gar nicht. Den lasse ich noch da. Vielleicht kaufe ich ihm seine Freigabesumme. Ansonsten durch den einfach komplett verkaufen. Okay, dann gucke ich mal, auf welchen Spieler ich unbedingt brauche. Ich würde eher sagen. Boah, ich meine, das sind ja alle Talente eigentlich. Ich könnte es jetzt schlecht einschätzen. Wir haben 25 Millionen, wir haben noch genügend Geld. Ich wäre dafür, dass Kuna eher auf der Bank sitzt und wir den Traxler vorne für den ZOM holen. Weil da hätten wir einen guten Mann vorne. Trax. Ist der? Ja. Der ist gerade mal 25. 82er Rating hat etwas gewisses. Das müsste, glaube ich, bis zum 88er Rating sein. 86 bis 88. Okay, also aber davor, bevor wir ihn versuchen zu kaufen, tun wir noch dieses Cup hier spielen. Ja, das ging sogar ziemlich schnell, dass es vom ersten Tag ladet. Bei mir dauert es eigentlich immer ziemlich lange. Und wir spielen nur unentschieden. Oh, Kuna macht das Tor. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Kuna.
Kunja. Kunha. Ich glaube, ich spreche lieber Kunja aus. Ibisevic, sehr gut. Hans Schalke, oh mein Gott. Ich glaube, der Burgstaller reicht für den nicht. Okay, ich bin mal gespannt, ob wir gegen Caligari zumindest gewinnen. Die haben ja gegen 3-1 gegen Braga verloren. Und? Wir verlieren 2-1? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dann wünsche ich mir schon zumindest einen Sieg gegen Prager, weil wir könnten noch weiterkommen. 2-1, mit ganz viel Glück sind wir weiter. Und wir sind weiter. Oh, nice. Gegen Brügge im Halbfinale, das wird jetzt echt schwer. Okay, ich hoffe, wir gewinnen. Ich tippe, wir verlieren 2-1. Und wir gewinnen, wir sind sogar im Finale jetzt. Wir spielen unentschieden und gewinnen sogar im Elfmeterschießen, oder? Und das Finale wird sofort gespielt. Das kann ich euch versprechen. Gegen Cagliari. Ah, Cagliari. Spricht man die aus? Okay. Ja, auf jeden Fall, jetzt gucke ich mal nach, wie viel Geld wir jetzt haben. Wir haben 36 Millionen, oder? Das ist ja perfekt. Weißt du, kann das Set und ein LF spielen? Spieler ist, oder das ist hier aus seiner Position zu nehmen. Oh mein Gott, ernsthaft? Wegen sowas kann er nicht wechseln? Oh mein Gott, das ist echt unnötig. Oh Mann. Gucken nach, ob wir den Katterbach holen können. Wenn wir Draxler gar nicht kaufen können, bis Ende Sommer, dann hole ich den Gravenbech oder Gravenbech. Ja, Gravenbech und den Katterbach. Weil die beide sind Top-Talente, wirklich. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja, das erste, was ich mache jetzt, ist jetzt Ka gegen Cagliari im Finale zu spielen. Hier seht ihr oben Profi, 4 Minuten und meine Spieler sind ja nicht mehr komplett fit. Na, ich lasse sie starten. So. Ich brauche jetzt nichts zu ändern. Ich hoffe, das wird ein Sieg. Wir spielen in welchem Stadion eigentlich? Würde mich jetzt interessieren. Ist für mich ein schlechtes Stadion. Hier seht ihr den Pokal. Hoffentlich kann unser Kapitän Niklas Stark den gleich nach 90 Minuten in der Hand halten. Es geht los. Also ich bin gespannt, wie mein Team sich machen wird. Wo ich merke, dass wir Verstärkung brauchen oder nicht. Passen zu Grunic, zu Luke Bakio, ab in die Mitte zu Kunja. Dann zu Kalou. Kalou steht perfekt. Kalou kann rennen. Kalou passt. Außer Abseits, oder? Ah, ne. Schade. Piatek hat aber gut gespielt. Abgepasst. Komm. Schade. Wir müssen noch Rückspiel. Ab in die Mitte. Mann. Komm, bekommst du. Schade. Schreibt mal, von welchen Vereinen ihr eigentlich Fan seid, wenn ihr über Fußball mögt. Ich bin hauptsächlich von Dortmund und KSC Fan.
International mag ich eigentlich relativ Juve und Real. Und ich habe Hertha genommen, ich weiß eigentlich gar nicht so. Einfach so habe ich es genommen. Auch wegen ein bisschen wegen der Fanfreundschaft von Karlsruhe SC. Aber ich, so richtig, so eine Begründung habe ich jetzt nicht. Das ist schon eine gute Truppe, die machen sich schon bald in den nächsten Jahren in Europa League. Stark den Ball abgefangen. Niklas Stark hat den. Maier passt auf Kunja. Wolf rennt. Da ist, er sieht Luke Bakio. Macht's Luke Bakio alleine oder passt ab? Er passt ab und ich bin so dumm. Warum habe ich nicht drauf geschossen, Mann? Oh, die haben jetzt einen guten Konter. Okay. Niklas Stark ist da. Ich wüsste gar nicht. Ich hätte mir ein bisschen Luke Bakio schneller vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Ja, abseits. Jetzt Kalou machen Sprint. Kalou für seinen 34 Jahren. Sind ziemlich noch schnell. Ah, Mann. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf FIFA 21. Ich habe gehört, anscheinend soll da eine Coupe-Saison geben. Ich hoffe, es wird. Also eine Coupe-Saison wird natürlich gemeint, dass man zu zweit eine Karriere starten kann. Aber ich frage mich halt, wie das dann sein wird, dass man zu zweit eine Mannschaft nimmt oder man hat einfach verschiedene Mannschaften, da eine spielt in der Liga, kann sich einfach jede Mannschaft entscheiden. Also jede Mannschaft, aber halt nur eine entscheiden. So meine ich's. Ich war scheiße gespielt, aber Kalu hat den. Mann. Ich bin eigentlich gar nicht gut in FIFA, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ab so stark. Ja, Mann. Sehr stark gemacht. Es gibt 2 Minuten Nachspielzeit noch. Okay. Gut abgefangen und abseits. Ja, die Lorosen machen wir auf jeden Fall rein. Kalou ist ja schon fast kaputt. Aber selbstverständlich, das ist ja auch gerade mal 2 Tage Unterschied vom letzten Spieltag gewesen. Okay, dann ist jetzt Halbzeit. Und wir sehen uns gleich. Und da sind wir wieder. Ich hoffe, dass noch Dingens ein Tor macht. Wie heißt der? Piatek oder Kunja? Also von Niklas Stark ist auf jeden Fall heute ein Top-Spiel, das kann man sagen. Oh, ich habe schon gedacht, ich habe irgendwie falsch hingepasst oder so. Mann. Schade. Was heißt schade? Ist doch gut. Okay, war jetzt ein Scheißversuch, hätte ich schon besser spielen können. Aber der Sieger ist lang noch nicht sicher. Die spielen auch jetzt hier gar nicht so schlecht. Das war echt knapp. Auf jeden Fall tut es mir leid, falls ihr auch das ganze Spiel angucken müsst. Sowieso nur das Spiel dauert eh nur 8 Minuten, weil ich habe jetzt noch kein Programm, Laptop, also PC oder sowas, wo ich das Ganze schneiden kann. Ich tue es über die App Share Factory auf der PS4 machen. Und ja, da kann ich jetzt nicht nur die Highlights reinschneiden, weil da ist gerade mal das erste Mal, was ich damit arbeite.
Ich kann mir die Mühe geben, ich versuch's, aber für das nächste Video oder für die nächsten Videos, das auch bei BO4, sage ich mal, die Highlights reinschneide. Aber dann würdet ihr mich nur von der positiven Seite sehen, also wie, dass ich gut bin, sage ich mal, und nicht, dass ich auch mal sterbe oder so. Würde ich jetzt auch nicht wollen. Auf jeden Fall, ihr könnt schon mal in die Kommentare schreiben, falls ihr wollt, von welchem Verein ihr Fan seid. Mich ziemlich interessieren eigentlich. Und die Schalke und die Stuttgarter werden direkt blockiert. Spaß. Jaschan geht zum Tor, zum Ball. Sehr stark. Das war jetzt sehr scheiße geplayt. Nein. Oh. Knapp. Der Rede kommt rein. Aber ich guck mal nach, wen könnte ich noch auswechseln. Kunja wechsle ich, glaube ich, mal aus. Oh, ne, dann lasse ich den noch drin und mach. Wie schreibe ich denn Asha Shiba oder so. Kann ich mal seinen Namen aussprechen. Ja, ist aber auch selbstverständlich. Sein Name ist ja auch komisch. Was ich auf jeden Fall freuen würde, wenn ihr auch ein Abo und so lassen würdet, da lassen würdet, weil mich teilen, mir teilen. Wie soll ich es sagen, dass sie mich teilt, ja, dass sie das Video teilt und oder Freunde sagt, dass sie abonnieren sollen und sowas. Weil ich werde mich auf diesem Kanal echt sehr, sehr große Mühe geben. Mann. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Komm, renn durch. Stark! Nein! Das war übelst schön geplayt. Dieses Tor. Oh, wer ist das? Kunja. Und ich wollte ihn ja noch verkaufen. Aber ich werde ihn trotzdem verkaufen. Aber so ein wunderschönes Tor. Respekt, echt. Sowas muss man auch erstmal können. Also so ein, aus dem 16er war das ja. Das ist schon sehr stark gemacht von ihm. Und es sind nur noch die letzten 5 Minuten. Das bedeutet eigentlich, dass wir, so gesagt, den Pokalsieg schon sicher haben. Wir müssen halt hinten gut jetzt stehen. Oh, hätte ich lieber zum Tor gepasst. Aber ist egal. Ich hab ja eh den Ball. Oh. Was macht der Spieler? Oh mein Gott, habt ihr es gesehen? Ich konnte gar nicht mal zu ihm wechseln. Weg mit dem Ball. 3 Minuten Nachspielzeit. Piatek rennen. Sehr schlecht geplayt von mir. Okay, das müsste jetzt der sichere Sieg sein. Sehr stark. Jetzt sehen wir noch die Pokalfeier. Ich bleibe jetzt kurz ruhig, genieße den Moment. Genieße ihr auch den Moment. Die Pokalfeier. Wir konnten es den wieder einteilen und ja,
Wir konnten es in der Heimzahlen. Die haben ja in der Gruppe gegen uns 2-1 gewonnen. Und wir haben gegen die jetzt 1-0 gewonnen im Finale. Also ernsthaft, dass wir nur ein Spiel gewonnen haben und Zweiter geworden sind. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir noch mit einer Gruppe ein Spiel gewinnen und der Sieger sind. Hätte ich jetzt ernsthaft nicht gedacht. Hier noch das Mannschaftsfoto mit dem Pokal. Schon mal ein guter Start. European Shield Meister. Schon mal ein sehr, sehr guter Start für die Saison. Hier sieht man es nochmal. Ich werde aber trotzdem gerne Traxler holen, aber ich habe mir auch schon überlegt, dass ich trotzdem Kalu verkaufe, mir dafür mehrere Spieler hole, das so mache, Luke Bakio links spiele und mir den Paulinho von Leverkusen kaufe, den Brasilianer. Und ich glaube, es wäre deutlich schlauer, das so zu machen. Da Traxler ist ja 25, ist ja nicht schlecht. Hat ein gutes Rating, würde auf jeden Fall unser Team helfen. Aber ich glaube, nach zwei oder einer Saison sind die manchen Spieler schon besser. Paulinho, ich bin mir sicher, ich glaube, es ist 18-jährig, oder? Ja. In 9 Tagen ist er gescoutet. Ich simuliere jetzt schon mal zum Bundesliga-Spiel. Aber im Kalender, wenn ihr es schnell haben wollt, dann macht's. Achso, das ist da. Ja, auf jeden Fall, ich werde heute 2 Transfers machen und für die nächste Folge werde ich noch einen Transfer machen. Okay, sind wir schon mal angekommen jetzt. Jetzt können wir mal gucken. 40 Millionen haben wir insgesamt. Okay, jetzt gucken wir erstmal die Transferangebote an. Sowas haben wir annehmen. S-Wein auch annehmen. Bei Mittelstädt. Nein, ich behalte ihn noch. Hier können wir noch mal gucken. Katterbach. Noch sehr, sehr jung. Könnte ich ihn nicht kaufen. Oh, den könnte ich sogar kaufen. Mache ich es auf Delegieren. Den will ich auch kaufen. Und falls wir noch genügend Geld haben, dann will ich mir noch trotzdem den Traxler kaufen. Ich meine. Müsste man gucken. Aber ich glaube eher, dass ich noch, was soll ich jetzt hingebracht? Auf jeden Fall, dass ich eher Kanu noch spielen lasse. Und dann Paulinho nach einer Season oder im Winter schon, ab dem Winter schon als Stammspieler spielen lassen. Weil die müssten ja ziemlich früh schon den gleichen Rating haben. Soweit ich weiß, jetzt will jetzt Schalke unser zweiten Spieler haben. Für 4 Millionen? Nehme ich an. Okay, dann gehen wir schon mal in die Transferverhandlungen rein. Transfer. Ich mich gerade erschrocken, Alter. Sporadisch, ja. Für alle, die es nicht wissen, soweit ich weiß, ist er manchmal spielt er und manchmal ist er halt auf der Bank, aber öfters auf der Bank. Also so wie ich es verstanden habe. Habe ich nur so wenig Gehalt? Mache ich lieber sowas. Ich meine, er ist ein Top-Talent. Warten wir noch ein bisschen. Für Niklas Stark 22 Millionen. Eigentlich würde ich es lassen und mir dann den Zagadou holen. Weil 22 Millionen ist doch perfekt eigentlich. Thank you.
Okay, dann tue ich ihn noch jetzt kaufen und dann bin ich schon mal das Video, also. Okay, er möchte wichtig sein, also eher mehr Stamm, aber auch als Bankdrücker, sag ich mal, also öfters auf der Bank, aber oft auf der Bank, aber auch als Stammspieler oft. Okay, dann wird er wahrscheinlich nicht zufrieden sein, aber jetzt haben wir schon mal für den ersten Monat 2 Spieler finanziert. Also das bedeutet, damit verabschiede ich mich für das Video. Ich hoffe, ihr lasst ein Like und ein Abo da. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ihr es weiter postet, also Freunde zeigt oder sowas. Damit ich noch ein bisschen Abos bekomme, sag ich mal. Ja, okay, dann tue ich den Darida hier gegen Paulino ersetzen. Ja, und dann will ich mich auf jeden Fall jetzt schon mal verabschieden. Danke, dass ihr zugeschaut habt.